begrüßen. Moin, Moin, habe ich schon gelernt, auch wenn Servus ist. Gerade erst aus Bayern gekommen, das norddeutsche Moin aber sitzt schon. Hannover 96s neuer Cheftrainer Stefan Leitl wurde am Mittwoch offiziell vorgestellt. In der letzten Saison blieben die Roten weit unter den eigenen Erwartungen zurück. Nun möchte er dem Verein zur Trendwende verhelfen. Wir wollen wieder für was stehen, ja, für eine Aktivität, für einen aktiven Fußball. Und das sind die ersten Schritte, die wir gehen wollen. Fußball ist immer ein Ergebnissport, ja, aber ich glaube, wir sollten schon auch unsere persönliche Leistung in den Vordergrund stellen, zum Ersten, ja, um gut zu performen auf dem Platz. Und das wollen wir uns in den nächsten Wochen, ja, durch harte Arbeit, das habe ich auch schon gesagt, erarbeiten, um gut gerüstet dann in die Saison zu gehen. Leitl wechselt von der Spielvereinigung Greuther Fürth und unterschreibt bei Hannover 96 einen Vertrag bis 2025. Möglicherweise Zeit genug, die Rückkehr in die erste Bundesliga wahr werden zu lassen. Bis dahin ist es zwar noch ein weiter Weg, bisher 9 externe Spielerneuzugänge sollen aber dabei helfen. Außerdem konnte der von vielen 96-Fans heiß ersehnte Verbleib von Offensivspieler Maximilian Bayer gesichert werden. Ihn wird man ein weiteres Jahr von der TSG Hoffenheim ausleihen. Und Maxi ist, glaube ich, mit seiner Entwicklung noch nicht komplett am Ende. Und da geht es jetzt darum, ihn weiter zu fördern. Und Maxi bleibt auch sehr, sehr gerne hier. Das hat er ja auch vor einigen Wochen schon mal kommuniziert. Und von daher ist, glaube ich, Maxi schon auch mit einem Beispiel, wofür wir stehen wollen, dass wir einen frischen, attraktiven Fußball spielen wollen. Und deswegen sind wir sehr froh, dass das geklappt hat. In Sachen Kaderplanung hat Hannover 96 für die kommende Saison schon frühzeitig Nägel mit Köpfen gemacht. Auch ist so gut wie sicher, dass noch der ein oder andere Spieler den Verein verlassen wird. Weitere Verpflichtungen sind zwar vorerst nicht geplant, aber auch nicht ausgeschlossen. Aktuell ist es so, dass ich mit dem vorhandenen Kader in die Vorbereitung starten möchte. Ich möchte auch jedem Spieler die Chance geben, sich zu zeigen. Und dann liegt es an den Jungs. Ja. Ich habe das auch offen und ehrlich mit ihnen kommuniziert. Zu performen über Trainingsleistungen. Wir haben viele Freundschaftsspiele, viele Vorbereitungsspiele. Sie können sich zeigen und dann werden wir sicherlich noch mal intern kommunizieren, ob wir noch was machen wollen oder nicht. Nun liegt für den neuen Cheftrainer alles daran, ein funktionierendes Team zu formen. Ernst wird es für ihn und seine Spieler ab Mitte Juli. Dann startet die zweite Bundesliga mit Hannover 96 in die neue Saison.